Luca, wie ist es eigentlich mit diesem Gefühl im Penoid? Genau darum geht es heute in diesem Video. Hi Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von mir. Und zum Zeitpunkt, wo du dieses Video jetzt gerade siehst, befinde ich mich aktuell im Krankenhaus und habe die Anschluss-OP. Was genau die Anschluss-OP auf sich hat, kannst du gerne hier oben schauen. Also da gibt noch ein separates Video dazu. Ich habe dieses Video natürlich im Voraus aufgenommen, um einfach einen Fluss weiterhin auf YouTube zu haben, obwohl ich mich im Krankenhaus befinde. Deswegen habe ich das alles schon vorher geplant. Diese Frage kam von euch, dieses Thema. Und zwar, kannst du mal ein bisschen berichten über Gefühl im Penoid, also nach dem Aufbau? Und anscheinend gibt es dazu nicht wirklich viel Material auf YouTube. Und aus diesem Grund habe ich gedacht, okay, ich mache euch das Video und erkläre euch das. Das ist natürlich ein sehr intimes und heikles Thema, aber ich werde das Ganze jetzt einfach mal Freestyle hier berichten. In München Bogenhausen wird auch nach dem Aufbau gefragt, also nach einem halben Jahr, wenn man wieder beim Vorgespräch ist, ob eigentlich Gefühl im Penoid da ist und wenn ja, welche Prozentzahl würde man jetzt halt eben geben. Und ich war überrascht über diese Frage und habe dann beim ersten Mal wie aus dem Nichts einfach aus der Pistole geschossen 70% gesagt. Das ist natürlich jetzt total individuell für jeden selber, wie man jetzt die 70% definiert. Also für mich sind es 70%. Ich würde jetzt nicht behaupten, dass das Gefühl voll da ist, aber es ist deutlich spürbar. Also wenn ich jetzt drüber fahre, vor allem an der, Moment, rechten Seite, wenn ich mit dem Finger drüber fahre an der Seite, dann spüre ich das enorm. Ich weiß jetzt nicht, ob ich davon ausgehen kann oder ob wir davon ausgehen können, dass es jetzt bei jedem so ist, dass das so ziemlich das erste Gefühl war, was ich jetzt hatte. Was umso tiefer ich quasi gehe, umso unangenehmer wird es natürlich. Außer es geht jetzt in die sexuelle Richtung halt eben, weil da natürlich die Klitoris, die dann freigeschnitten wurde, unten drunter liegt. Und dadurch wurden, also die Nerven wurden an der Stelle, schätze ich mal, verbunden. Und die Nerven mit der Leiste wurden ja auch verbunden. Und es ist tatsächlich so, dass die Nerven wandern. Und am Anfang war es ziemlich komisch, wo ich gedacht habe, okay, es juckt jetzt in der Leiste, aber dabei war es jetzt nicht so, sondern es hat halt eben am Penoid gejuckt. Aber das ist erstmal Kopfsache, dass man sich da eben dran gewöhnt. Wie ist es eigentlich mit dem Gefühl? Also was sagen die Ärzte da dazu? Und die Frau Dr. Lautenmeier hat damals zu mir gesagt, das Gefühl kann kommen ab der 6. Woche nach der Operation und kann aber auch bis zu 1,5 Jahre dauern. Das heißt, ich bin jetzt genau ein Jahr auf nicht auf Testo, sondern ich bin genau, jetzt muss ich gerade selber lachen, weil das so Gewohnheit ist, genau ein Jahr auf Testo. Nee, aber was den Penoidaufbau anbelangt, die Operation ist bei mir jetzt genau ein Jahr her. Wahrscheinlich wird sich das Gefühl natürlich noch mehr ändern. Beim letzten Vorgespräch habe ich gesagt, das Gefühl ist zu 80% da. Also es kommt immer mehr nach und nach. Viele sagen zum Beispiel, wenn die Eichelbildung dann fertig ist, dass das Gefühl noch intensiver ist. Das kann ich jetzt leider noch nicht berichten. Wahrscheinlich nach dieser Operation kann ich dazu mehr sagen, wenn alles verheilt ist. Wenn ich jetzt auf der linken Seite drüber fahre, ist das Gefühl weniger intensiv, aber an der Spitze jetzt zum Beispiel ist das Gefühl natürlich auch da. Und wie soll ich das Gefühl beschreiben? Also es ist einfach ein Körperteil, was zu dir gehört und
Natürlich fühlt sich das hier jetzt ein bisschen anders an wie jetzt da drüben, aber ich denke mal, allgemein muss man sich das so vorstellen, wenn man im Intimbereich drüber fährt, fühlt sich das immer noch ganz anders an wie an der Stelle. Und gerade dann, wenn es jetzt nicht sexuell bestimmt ist, dann fühlt sich das auch unangenehm an. So würde ich das Gefühl eben beschreiben. Und dann gibt's halt die eine Frage, die natürlich ganz, ganz viele Leute wissen wollen. Und zwar, funktioniert diese Runterholbewegung? Und ja, also es gibt verschiedene Wege, wie man halt eben das sich befriedigt halt in dem Moment, weil, wie gesagt, die Klitoris ist direkt unten drunter und es ist natürlich möglich, diese Runterholbewegung zu machen, weil dadurch eckt es halt immer wieder an der Klitoris. Ich denke mal, da muss man sich halt selber, wenn man halt eben einen Partner hat, muss man sich selber einfach rantasten mit dem Partner, was für einen einfach angenehm ist oder unangenehm ist. Und das muss jeder für sich selber kennenlernen. Aber wie gesagt, es ist möglich. Das werden auch mehrere Transmänner bestätigen können. Ich folge ja dem einen oder anderen Transmann, die das auch hin und wieder mal in der Story gesagt haben. Und auch die können bestätigen, dass diese Bewegung eben möglich ist. Genau, was gibt noch zu sagen? Wenn ich jetzt zum Beispiel die Boxershirt anhab und die Jeanshose, ich versuche ihn immer nach oben zu lagern. Und in dem Moment, wenn das halt klemmt, dann tut es weh. Also es geht in Richtung unangenehm und tut weh. Also Gefühl in dem Moment, um die Frage einfach zu beantworten, man empfindet halt eben unangenehm, das Gefühl unangenehm, man empfindet das Gefühl Schmerz und natürlich bei der Sexualität empfindet man halt das Gefühl Erregung. Und es fühlt sich für mich total vollkommen an und es geht auf den Weg eben zu, dass es echt wird. Also für mich ist das Ergebnis zwar noch nicht vollendet, aber es geht genau in die Richtung, wo ich eben haben möchte. Und ich würde diese Operation auf jeden Fall jederzeit wieder tun. Also wenn ich jetzt nochmal zurückdrehen müsste, dann würde ich das nochmal machen. Ja, das war so mein Statement dazu, wie ich das eben empfinde. Und wie gesagt, bei mir ist das Gefühl meiner Meinung nach zu 80% schon da. Vielleicht wird es sich natürlich noch steigern. Top wäre natürlich irgendwann die 100% zu erreichen. Mal schauen, wie das wird, wenn der Anschluss dann eben da ist. Dann fühlt sich das vielleicht nochmal anders an, weil untenrum einfach alles zu ist. Und man kann dann eben im Stehen pinkeln, dann die Eichelbildung. Und ja, aber das wäre so mein Statement nach einem Jahr Aufbau. OP, ich hatte die Operation am 19. April 2021. Also ich hoffe, dass ich mit diesem Video dir einfach ein bisschen näher beschreiben konnte, wie sich sowas anfühlt. Ich denke mal, Gefühle sind einfach unterschiedlich. Aber ich glaube, das weiß jeder von euch. Und ansonsten würde ich sagen, abonniere gerne den Kanal, wenn du den noch nicht abonniert hast, damit du nichts mehr verpasst. Und ansonsten sei mutig und bis zum nächsten Mal.